Smarana, ihr Lieben, der Übergang ist da. Wir leben bereits im Übergang. Welch ein großes Geschenk. Die Zeitlinien verändern sich, alles verändert sich und wir sind mittendrin. Wir sind hier auf der Erde und wir hatten uns das schon mal gewünscht. Wir hatten uns das so sehr gewünscht, hier zu sein und jetzt sind wir hier. Wir haben die Chance, das neue Zeitalter so zu kreieren, dass es auch so wird, wie wir uns das wünschen. Da dazu gehören positive Gedanken, eine komplette Neuausrichtung und ein hohes Bewusstsein. Wichtig ist es, hat die geistige Welt gesagt, dass wir hier innen in unserem Herzen und auch im Verstand, dass wir genau wissen, es kommt jetzt darauf an, was wir denken. Es kommt darauf an, was alle Menschen denken, damit das Gute entstehen kann. Jetzt ist der Übergang. Ein 13-jähriger Zyklus geht zu Ende oder ging zu Ende und jetzt im Dezember fängt der neue Zyklus an. Das ist ein ganz großes Geschenk. Und das Leben, so wie es einmal war, so wie es vor einem Jahr war, wird nie mehr so zurückkommen. Das ist vorbei. Das muss man sich einfach mal im Klaren darüber werden. Ich weiß, dass das für einige noch schwierig ist, aber wenn man wirklich den Tatsachen so ins Auge blickt, es hat sich so viel verändert und das Alte, in dem alten Leben war so viel nicht in Ordnung für unsere Erde und überhaupt für alles. Und das ist jetzt in der Übergangszeit alles in Bewegung. Das Leben ordnet sich neu, wir bekommen neue Werte und diese neuen Werte, die tragen wir im Herzen, das sind unsere Wünsche. Fülle, Gesundheit, glücklich sein, Liebe, all das ist jetzt möglich intensiv zu manifestieren. Es ist die Chance jetzt in der Übergangszeit wirklich das zu steuern, also jeder Mensch, wir alle haben die Möglichkeit, tatsächlich so zu steuern, dass ein wundervolles, tolles Leben beginnt. Für die Erde, für alle Wesen. Dafür müssen wir uns einfach bewusst sein, dass wir die Schöpfer sind, dass wir dies tun. Wir sind ganz, ganz viele Menschen auf der Erde. Und jeder Mensch ist sowas von wichtig. Und deswegen haben wir diese Kraft und diese Macht, das auch steuern zu können. Wir werden dann auch noch eine wundervolle Meditation machen, um unser Bewusstsein zu schulen und uns neu auszurichten. Man darf nie vergessen, dass wir in der Dualität leben und da gibt es ja immer diese beiden Seiten, da gibt es das Negative und das Positive. Und jetzt kommt es eben wirklich darauf an, wie viele Menschen das Positive manifestieren und wie viele an den alten Dingen noch festhalten, wie viele sich das alte Leben zurückwünschen, wo die Mehrheit jetzt liegt. Im Moment, so wie ich Informationen bekomme, wenn ich das jetzt abfrage, ist das ungefähr halb und halb erst. Also das Positive überwiegt etwas, aber es ist noch lange nicht genug, damit sich das wundervolle Neue auch manifestieren kann, vollziehen kann. Und in dem 13-jährigen Zyklus jetzt haben wir tatsächlich die Möglichkeit, uns komplett neu auszurichten. Und das beginnt jetzt, in diesem Moment ist die Möglichkeit, damit anzufangen. Und so freue ich mich so sehr, dass ich euch heute diese Botschaft bringen darf, denn wir alle sitzen in einem Boot und wir alle haben die Kraft. Sie liegt in uns. Das ist das Wichtigste, das zu verstehen. Und dann wird auch alles gut. Dann kommt diese Zeit, welche Jesus in einem Channeling, ich mache es mal da oben rein, das könnt ihr euch auch nochmal anhören, was Jesus uns gesagt hat,
Es wird eine Zeit kommen, die wird so schön sein, so wie du es dir noch niemals vorstellen hast können. So toll wird diese Zeit werden. Und wir sind gefragt, diese neue Zeit zu unterstützen, das Gute mit unseren Gedanken, mit der Neuausrichtung unseres Bewusstseins zu unterstützen und herbeizuholen. Und je mehr Menschen das sind, umso besser und schneller wird es gehen. Deswegen sind wieder diese Zeitangaben schwierig. Man kann es wirklich nicht sagen, wie schnell es jetzt geht oder wie lange es noch dauert. Es kommt auf die persönliche Ausrichtung eines jeden einzelnen Menschen darauf an. Und wenn dann der Übergang da ist, also wenn wir wirklich an der Schwelle stehen, wo diese Tore sich auftun, die Tore, wo man genau entscheidet, ich gehe jetzt mit oder ich gehe nicht mit. Es ist ja jeder Mensch in seinem Willen frei. Jeder Mensch kann sich entscheiden, durch dieses Tor zu gehen. Ich wurde gefragt, wie erkennt man denn so ein Tor? Das ist, in so wie ich es verstehe, plötzlich eine extreme Situation, wo du genau weißt, du weißt es einfach, jetzt kann ich nach rechts oder nach links gehen. Du weißt es ganz genau und dann in dem Moment entscheidest du dich. Und wenn du, und gehst durch das Tor, und wenn du dich jetzt in der aktuellen Zeit schon damit befasst und dich nach der Liebe ausrichtest, dann wird es ganz einfach sein, den richtigen Weg der Liebe zu erkennen und den auch zu gehen. Das ist gar nicht so schwer und man braucht da auch gar keine Angst zu haben. Gerade mit Angst und Zweifel, das ist auch noch ganz wichtig, das euch nochmal zu sagen, Angst und Zweifel legen so einen Schleier über die Liebe. Du erkennst die Liebe nicht mehr und kommst dann immer tiefer in die Ängste und in die Zweifel hinein. Also schon der kleinste Zweifel ist gefährlich und kann dich vom Weg abbringen. Und Angst und Zweifel sind die Werkzeuge der Gegenseite. Die Gegenseite hat nur das, Angst und Zweifel. Und sobald du beginnst zu zweifeln, bist du in der Hand der Gegenseite. Ganz, ganz wichtig zu wissen für die Neuausrichtung, für das neue Leben, was wir uns alle wünschen. Im Dezember, meine Lieben, im Dezember haben wir die Möglichkeit, uns etwas zurückzuziehen, uns bewusst zu werden, was wir uns wünschen, was wir gerne möchten. Wir können uns ein wenig ausruhen. Das ist diese wundervolle Zeit, ein bisschen Ruhe sich gönnen und dann in dieser Ruhe schon das Neue und Schöne für sich selbst zu manifestieren. Und das wünsche ich mir auch für jeden Einzelnen von euch, dass ihr diese Ruhe euch nehmt, dass ihr wirklich nicht hetzt, nicht so sehr hetzt zwischen den Feiertagen hin und her, sondern euch tatsächlich einfach die Ruhe gönnt und in der Stille den Weg findet zur Liebe, den Weg der Liebe vergrößert und das Licht reinholt in euer Leben noch viel mehr, als es jetzt schon da ist. Ihr wisst, in der geistigen Welt geht mehr und mehr immer mehr. Da gibt es ja keine Grenzen, sondern alles ist grenzenlos. Und gerade die Liebe und das Licht, das ist immer grenzenlos. Also gönnt euch die Zeit im Dezember, ruht euch aus, werdet euch bewusst, was ihr möchtet, schult das Bewusstsein, in die höheren Sphären der Liebe einzutreten, um dann bereit zu sein, wenn es darauf ankommt. Und jetzt machen wir ein Channeling, ein wundervolles Channeling mit Jesus. Er ist so präsent schon die ganze Zeit. Und gerade weil ich auch vorhin von ihm gesprochen habe, ist es wichtig, dass er jetzt nochmal zu uns spricht, zu uns sprechen möchte. Und ich freue mich drauf, ich freue mich sehr darauf und wünsche euch eine ganz tolle, wundervolle, gechannelte Meditation oder ein Channeling, was ich weiß nicht genau, was, wie es kommen wird. Jesus wird es bestimmen und ich mache es dann einfach. Ich mache es dann einfach für euch. Oh, so schön. Und jetzt nehme ich mal noch
Smarana, die Liebe Gottes. Das ist wunderschön. Smarana trägt uns zu Gott und Jesus begleitet uns auf diesem Weg. Das war jetzt schon eine Botschaft von der geistigen Welt. Ich danke, dass ich die heutige Botschaft von Jesus überbringen darf. Und ich bitte um Schutz für uns alle, damit wir in der größten, höchsten, vollkommenen Liebe die Botschaft hören dürfen. Und so legt sich die Kugel des Schutzes um uns, um dich, um alle herum, welche heute hier anwesend sind. Ich öffne meinen Kanal und verbinde mich jetzt. Ich bin das ewige Licht der Liebe. Ich bin das vollkommene Licht der Liebe und ich spreche heute zu dir. Gottes Sohn Jesus spricht durch Nirjana seine Botschaft zu dir und ich umarme dich mit der größten Liebe, die ich dir jetzt im Moment geben kann. Es ist die vollkommene Liebe aus den Gedankenfeldern von Gottes Liebe, Smarana. Und so stehe ich vor dir und blicke dir in deine Augen. Und vielleicht spürst du, wie durch meine Augen die vollkommene Liebe jetzt zu dir in deine Seele strömt. Geliebtes Kind, du bist bereit, diesen großen Schritt zu gehen. Und ich werde energetisch bei dir sein, wenn du es wünschst. Ich werde dich schützen und begleiten. Die Zeit des Übergangs ist sehr wichtig. Und am wichtigsten sind deine Gedanken und deine Ausrichtung. Jedes Wort, jedes gedachte und gesprochene Wort trägt eine Energie. Und wenn diese Energie die Liebe und das Licht ist, dann stärkt sie die Zeit des Übergangs. Und deswegen richte dich immer in deinen Gedanken vollkommen auf die Liebe aus. Ich bin ja bei dir und Gottes Liebe ist auch bei dir. Und so werden wir zusammen über die Linien der Zeit in eine wundervolle Zeit, in die neue Zeit hineinschreiten. Die geistige Welt wird dich unterstützen und hat schon alles vorbereitet. Das Licht dehnt sich aus. Und die Lichttore des Erwachens, sie wurden bereits aufgestellt. Sie wurden von uns aufgestellt und es sind deren sehr viele. Und ein jeder Einzelne kann durch viele einzelne Lichttore hindurchgehen. Es werden immer wieder neue Lichttore erstellt, sodass gewährleistet ist, dass es für jeden Menschen genügend gibt. Die Phase des Übergangs ist ein längerer Prozess und es ist wichtig zu wissen, dass du in diesem Prozess durch mehrere Lichttore hindurchschreiten wirst. Und immer wenn du durch ein Tor hindurchgegangen bist, wird sich dein Lichtkörper erweitern und dein Bewusstsein erhöhen. So ist es mir eine sehr große Freude, dir heute die Energie von dem ersten Lichttor des Übergangs zum Aufstieg näher zu bringen. Und so bitte ich dich, schließe deine Augen, lege deine Hände auf dein Herz und fühle die Energie, welche ich dir jetzt zur Verfügung stelle. Es wird sich jetzt in diesem Moment ein Lichttor des Erwachens aufbauen, direkt vor dir. Das Lichttor des Erwachens.
manifestiert bedingungslose Liebe für ein höheres Bewusstsein in der neuen Zeit. Genieße die Energie und wenn du den Impuls spürst, dann schreite hindurch. Schreite hindurch und spüre, was die Energie jetzt mit dir macht. Ich halte dir meine Hände entgegen. Lege deine Hände in meine Hände. Ich führe dich durch dieses Tor hinein in die neue Zeit. Wieder einen Schritt mehr. Wieder eine Stufe mehr zu der neuen Zeit. Du bist willkommen. Die Engel, sie singen für dich. Sie singen Smarana. Wir lieben dich so sehr. Du bist einer von uns. Smarana ertönt im kompletten Universum. Fühle, wie du hier zu Hause bist. Fühle, wie sich deine Seele ausdehnt und wie du vielleicht schon die neue Zeit spüren kannst. Es ist nur ein kleiner Beginn. Du wirst durch viel mehr Tore und Türen hindurchgehen. Und so freue ich mich so sehr für dich, dass dies heute geschehen durfte. Und so ziehe ich mich langsam wieder zurück. Der Segen Gottes ist bei dir. So ist es. Lieber Jesus, ich danke dir. Ich danke dir so sehr für deine Worte, für deine Energie und für deine Liebe. Ich danke dir, dass ich all dies weitergeben darf und dass es zum allerhöchsten Wohle für alle Menschen jetzt wirkt und sich ausdehnt, dass die Energien sich ausdehnen dürfen über die Erde. Und ich danke dir, dass du heute hier bist. Ich danke euch, dass ihr alle da seid und wir zusammen durch dieses Lichttor hindurchgehen durften. Oh, ja, wie schön. Für mich hat sich das sehr, tief berührend angefühlt, ausdehnend und so freudig, auch so glücklich, einfach schön. Es gibt gar nicht die richtigen Worte, um das zu beschreiben. Vielleicht mögt ihr gerne im Chat unten reinschreiben, wie ihr euch gefühlt habt, als ihr durch das Tor gingt und besonders, wie es danach war. Es wäre schön, wenn wir uns da austauschen würden. Ich bin ganz gespannt, was ihr da schreibt. Und ich freue mich auf die neue Zeit. Ich freue mich auf euch. Und jetzt gibt es noch ein Küsschen und dann freue ich mich auf das nächste Video. Bis dann. Tschüss.